Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Phasmophobia. Sieht bestimmt voll bescheuert aus, wenn ich das so anmoderiere. Ja. So, wir sind zurück. Wir sind in. Wir haben Raymond Gacy und sind in Edgefield unterwegs. Ja, Standardaufgaben würde ich sagen. Sanity unter 25%, IMF müssen wir Beweise finden. Du hast einen IMF-Reader, hast du schon mit, dann nehme ich das Thermometer, falls es kalt wird. Und Kamera. Kamera würde ich immer zuerst platzieren. Oh, ich sehe gar nichts. Ich raffe mal gar nicht, ob wir das Licht überhaupt anhaben. Ja. So. Gehe ich mit dem Thermometer erstmal durch. Raymond, gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Du musst ein bisschen durchwalken hier. Ich guck mal in die Garage. Licht. Ist auch ein bisschen größer jetzt natürlich, das Haus. Fahrrad. Ein Fahrrad. Bis jetzt habe ich hier 20 Grad, Temperatur ist konstant. Konstant. Wir haben wieder den Spiegel, hängt unten im Flur. Habe ich doch schon gesagt. Habe ich nicht gehört. So, Kinderzimmer ist auch nichts an Temperatursturz. Licht ist aus. Oben im Badezimmer ist auch nichts. Minimal 18 Grad, aber das ist ja immer noch im Rahmen, ne? Immer hält auch nicht so. Ja, das würde ich jetzt nicht als Geistertemperatur werten. Amen. So, hier haben wir ein paar Schuhe rumstehen. Ach ne, sind ja nur überall, sind ja 18 Grad ungefähr. Fällt die Temperatur jedes Mal, wenn ich hier durch den Flur gehe? Kann das sein? Uhu, ist hier jemand? Also hier im Flur oben ist die Temperatur schon mal gefallen auf 14 Grad. Wow. Ich gehe mal hier nochmal nebenan, ob es steigt im Zimmer. Oh, ey. Das ist halt echt langwierig, ne? Dieses Verfahren mit dem Thermometer. Stromkasten ist wo? Wahrscheinlich im Keller. Ich habe hier immer noch eine fallende Temperatur, bin aber hinten im Schlafzimmer. Auf 10 Grad. Ich würde hier erstmal die Kamera platzieren. So. Und dann einmal den Strom anmachen. Thermometer kann ich ja hier drinnen lassen, ne? Wir sind jetzt bei 9. Temperatur fällt. Ich pack das mal hier vorne auf die Kommode. So. Und dann holen wir noch mal ein paar Sachen rein und machen einmal den Strom wieder an, nicht? Ich weiß gar nicht, wo hier der Kasten ist, ey. Bist du im Keller? Ja, aber mit meiner Taschenlampe sehe ich ja gar nichts. Oder ist der in der Garage? Ich gehe mal in der Garage gucken. Wo war der, wenn der hier... Ups. So. Der ist in der Garage. Ja. Jo, wieder aus. Ja, kleinen Moment, ich bin ja gleich um die Ecke. Ja, ist eine alte Sicherung. Hey, der kann schon mal vorkommen hier. Da muss man mal einen Elektriker Bescheid sagen. War das hier unten? Oh, hier. IMF5. Und Gefriertemperaturen. Doch, hier unten. Dann hole ich mal die Kamera wieder runter. In eine Garage, ja? Meinst du? La 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 la. Ja, hier oben bleibt auch bei 8 Grad. Warte, ich komme mal runter. Ich schmeiß mal da rein.
Oh, ich habe keine Ausdauer. Ich bin einfach so fett, Jasmine. Zweimal Treppe hoch und runter reicht für heute. So, Temperatur. Na, und IMF 5. Fällt langsam. Jasmin, du nicht auf die Motorhaube, die zerkratzt doch, Mensch. Er kann's nicht bringen. Wo bin ich denn hier jetzt? Edgefield, glaube ich. Nein. Das ist ätzend mit der Taschenlampe. Ich hätte gern die andere wieder. Er ist auf jeden Fall in der Garage. Ich habe hier Aktivitäten am Schrank, aber dann steht die Kamera falsch. Ah, Junge, 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 dann müssen wir das wieder umpacken hier, umdisponieren. Dann packe ich die auf die Motorhaube. Ich habe zwar Geisteratem, aber immer noch 3 Grad plus. Sehr faszinierend. Ich hätte jetzt auch nur noch die Taschenlampe dabei. Hast du das Buch schon? Nee. Okay. Ah. Ich hole das mal eben. Der schmeißt hier Sachen, ey. Ja, aber die Aktivität ist ganz weit unten, wenn der aktiv ist. Also IMF ist 5. Knicklicht hast du drin, ne? IMF 5? Ja. Ja, immer noch. Sag mal. Bist du sicher? Ja. Oh ja, ich hör's. Hm. Aber ich sehe es nicht. Ja, jetzt ist er auch schon wieder weg. Ich leg mal hier das Buch hin. Weil er hier am Schrank war. Raymond, schreib in das Buch. Aber er ist ja auch hier an diesen komischen Kartuschen, ne? Ein Dots-Projektor hast du noch nicht reingeschleppt, ne? Nee, mach ich jetzt. Und Knicklicht hast du wieder mitgenommen? Ja. Oh, wir sind ganz knapp an der Gefriertemperatur, aber nicht drunter. Raymond, schreib in das Buch. Wo soll denn der hin? Wo ist denn die Kamera? Kamera zeigt hier Richtung der Tür. Also hier, wo die Kartuschen ja, liegen. Ja, wo soll denn der jetzt hin? Legst du hier auf der Kiste drauf. Ja, es sollte gehen. Wir haben immer noch Plusgrade. Aber die Mundfäule kommen mittlerweile auch bei Plustemperaturen. Warte. Lass mal das Knicklicht hier, bitte. Raymond, schreib in das Buch. Wie sie es einfach im Flur hinschmeißt. Ja, ich dachte, du kommst. So, Raymond war hier am Schrank. Am Schrank also gefriertemperatur, dann ist es gar keine Gefriertemperatur, war wahrscheinlich. Nee, also auch wenn du diesen Geisteratem hast, ist die Gefriertemperatur noch nicht erreicht. Wir haben immer noch plus 2 ja. Grad. Dann war das wahrscheinlich vorhin auch so. Ja, war es auch. Huch. Nee. So. Mock mal Licht aus. Geht gerade nicht. Ich bin hier investigativ unterwegs. Ich sehe das, wie du gerade an der Tür standst. Ja. Raymond, schreib ins Buch. Ups. Bin ich jetzt blöde oder was hier? Also was wir auf jeden Fall haben sollten, ist IMF 5, hast du gesagt, ne? IMF haben wir auch nicht. So, bis jetzt keine Fingerabdrücke. Raymond, kannst du mit mir reden? Alle lieben Raymond. Kennst du die Serie noch? Orbs. Okay. Jetzt sieht man es nicht mehr. Ich glaube Dots. Du glaubst? Dann wäre es das Phantom, ne? Glaube ich. Also Orb auf jeden Fall. Und es sah aus, als wenn der da eben durchgelaufen ist. Geister Orbs. Ah ne, Raichu oder Aupacke. Also Orb auf jeden Fall. Das sah gerade so aus, als wenn da
einer durchgelaufen ist durch den Dot. Ne, ich kann ja mal, ich mach mal Licht aus, aber ich gehe dann raus so lange, damit meine Sanity nicht so dolle fällt. Dann sieht man das aber nicht, wenn der durchläuft. Mit Licht aus? Glaube ich. Ich hab's gerade mit Licht angesehen. Ach so. Ich finde, man sieht die Dots sowieso nicht. Also Orb war auf jeden Fall eben da. Und ich glaube, Dots war, als Licht an war. Also Orb sehe ich jetzt aber auch keine. War aber eben einer. Ah ja, da. Da ist einer wieder. Am Auto. Ich nehme einfach den DOS-Projektor in der Hand, wa? Vielleicht hilft das ja. Raymond. Raymond. So. Warte, ich guck noch einmal, ob der hier was angepatscht hat. Muss ich echt die Taschenlampe ausmachen, ne? Sonst bringt mir das gar nichts. Nee, musst du schütteln, das Knicklicht. Hab ich? Er hat hier einen Schrank angefasst. Aber hier ist keine Abdrücke. Keine Handabdrücke. Ach, das meinst du mit Schütteln? Ich dachte, du verarschst mich mit Schütteln. Nein, ich hab die, Maus hin und her bewegt. Okay, also Fingerabdrücke haben wir nicht. Ist nicht, hilft dir das, wenn ich den so halte, vielleicht? Kann ich den aufs Auto anders platzieren? Ach, den kannst du nur hinschmeißen? Ja, nein, auf F kannst du den hinpacken. So, wird mir nicht angezeigt. Nee, hinlegen kannst du den nur. Okay. Leicht. Ja, noch ein bisschen dichter an der Kante. Möglicherweise hilft das. Ja, dort, der ist gerade durchgelaufen, sag ich doch. Beweise, da haben wir noch den Dot-Projektor. Der ist Richtung Garage gegangen. Das ist denn der Reitschuh? So, Raymond. Der war ganz schön groß, muss ich sagen. Okay. Wieso ist hier eigentlich alles dunkel? Achso, ich habe keine Taschenlampe an. Machen wir ein bisschen Licht hier. So, ich mache mal noch mal ein Foto vom Spiegel. Wer weiß, wann Raymond sich mal zeigt. Raymond. Und Knochen? Hast du Knochen gesehen? Mm-mm. Oh, jetzt spezifisch drauf geachtet habe ich nämlich auch nicht. Geh noch mal oben durchgucken hier, ob ich irgendwo... Vielleicht hier im Babybett? Nö. Tja, so auf Anhieb kann ich ja keine bei uns entdecken, Jasmin. Da müssen wir einmal. Da musst du wohl mit reinkommen suchen. Nee. Echt? Wir haben den Geist. Ich bin nicht mehr verpflichtet, das Haus zu betreten. Was ist denn mit dieser. Achso, die geht nach innen auf. Habe ich hier schon was übersehen? Ah, hier. Ein wunderschönes Becken. Wo wir uns die Hände drin waschen. Ja. Können wir nochmal gucken, ob wir Raymond jetzt nochmal sehen hier? Ah, wenn wir sterben, dann so sei es, oder? Wir wollen ja mal einen Raymond entdecken hier. Ruhe jetzt. Raymond, zeig dich! Ich kriege immer Nerven zusammen. Raymond, wo bist du? Raymond!
Scheine. Das funktioniert ja wieder wunderbar. Der mag dich nicht. Er war am Schrank dran. Raymond! Finger weg von meinem Spind! Muss hier unbedingt mal meinen Schlüssel wiederfinden, dass ich da abschließen kann. Oh, ich brauche unbedingt diese starke Taschenlampe, ey. Bist du drinne? Ja. Oh Gott, du mieser Wick. Ich hab gedacht, der läuft hier rum. Ja, wir haben IMF. Das ist 5? Ist das wirklich 5? Ah, jetzt ist es weg. Raymond! Jasmin ist hier und will dir was sagen, von Angesicht zu Angesicht. Nein. Ein paar liebreizende Stunden will sie mit dir verbringen, Raymond! Jasmin, sag doch mal was. Ich höre irgendwas. Vielleicht möchte er, dass du seinen Namen sagst. Raymond, wo bist du? Erscheine! Zeig dir. Oh, scheiße! Was? Er ist gerade durch den Dotz gelaufen. Erscheine, ja, Raymond. Dotz-Schmotz, ne? Zeig dich. Raymond, Jasmin hat dir was befohlen. Töte sie! Schnapp ihn dir! Zeig dich! Erscheine! Wo Gib bist ihr einen du? Geisterkuss! Gib uns ein Zeichen. Verwesener Stinkkopf. Oh. Gib uns ein Zeichen. Erscheine. Gib mir ein Eis. Raymond, wo bist du? Mit Kabelfernsehen wäre uns das nicht passiert. Erscheine. Raymond. Vielleicht sprechen wir seinen Namen auch einfach nur falsch aus. Raymond? Raymond! Ist hier jemand? Erscheine. Hallo? Ist hier jemand? Zählt das als Foto? Keine Ahnung. Interaktion? Nö, ist nur verpixelt. Oh, Jasmin? Bist du jetzt... Du Mistsau. Vergiss es, ey. Du hast mich allein gelassen. Seht das nicht? Nein, er war nicht drauf. Interaktion... Oh. Wie kacke ist das Ich opfer mich mal für ein Foto, ja? Ich gehe davon aus, das nächste wird eine Hand sein. Eine Hand? Eine linke Hand wird es sein. Raymond! Ah nee, es hat ja funktioniert mit Raymond. Raymond! Wie heißt der weiter? Gazi. Raymond Gazi läuft durch ein DOS-Projekt. Ja, hab ich gesehen. Ja. Raymond, zeig dich. Zeig dich, Raymond. Er ist bei dir da irgendwo gerade. Ja, er kriegt hier einen von Latz, kriegt er von mir, wenn er hier mir zu nahe kommt. Raymond, sag ich dir gleich, bringst du mich in Bedrängnis, ne? Da, zack, 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 zack. Ich hab Karate Kid geguckt, ey. Das will ich sehen. Ja, wischen und polieren, ich hab das drauf. Oh. Ich hab keine Angst. Ich denk, du willst ihn verdreschen, ey. Ja, mach ich auch. Der kriegt von mir einen Hintern voll, du. Den lege ich übers Knie, lege ich den. Wischen und polieren. Raymond, zeig dich jetzt. Du mieser Feigling. Ich glaube, der hat eine Axt in der Hand gehabt eben. Ah, ich hab ein Fotoapparat. Eine Polaroid-Kamera. Oh Gott, bist du bescheuert. Du alter Kackschlüpper, du. Raymond! Wow. Oh. Und tschüss.
Ich denke, du wolltest hier. Ich ja, aber der wirft mit Gegenständen. Das kann ins Auge gehen, das ist gefährlich. Der spinnt doch, der Bengel. Ja, gleich bist du, glaube ich, nicht mehr da. Wie viel Sanity habe ich noch? 70. Oh, das ist ja gut. 76. Oh, top. Raymond, zeig dich. Und es wird nicht mit Sachen geworfen. Sonst sage ich das deiner Mutter. Er ist gerade voll durch dich durchgegangen. Ja. Überraschungsangriff. Ja, der nächste wird grob. Raymond, komm schon. Ja. Ein Kruzifix wäre geil, ne? Wobei, funktioniert in der Regel ja eh nicht. Raymond. Ja, ist das zur Garage gegangen? Raymond Gacy, zeig dich. Erscheine! Also, die sind aber ganz gechillt heute unterwegs hier, die Geister, du. Gechillt? Ja, ja, gut, wenn du tot bist, hast keine Eile, ne? Nö. Raymond, ich sehe dich. Jetzt erscheine. Hallo, hör auf mich zu ignorieren. Raymond? Raymond. Raymond? Raymond, ich bin hier ganz hinten in der letzten Ecke, ganz weit weg von der Tür. Wenn du mich töten willst, wäre das deine Gelegenheit. Wenn du dich traust. Okay. Okay, wir versuchen es mal mit umgekehrter Psychologie. Pass auf. Raymond, du wirst dich nicht zeigen. Nein, Raymond, du kommst jetzt nicht raus. Ah, er ist zu intelligent für diese Spielchen. Oh, geht hoch der Strich? Bisschen? Raymond, 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 Gacy, 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 Raymond, Gacy. Reimt sich auf Stacy. Raymond hat einen kleinen Pillemann, Pillemann, Pillemann. Raymond hat einen kleinen Pillemann, Pille, Pillemann. Oh, oh, gleich holt er dich um, ey. Nee. Meinst du, er ist getriggert? Nö. Raymond, ich hab in dein Grab geschissen. So richtig stumpf. Der kommt einfach nicht. Ja, der kommt einfach nicht. Raymond Gacy, erscheine, bitte. Aber der reagiert auf Einzelpersonen. Ja, eigentlich. Ich bin alleine. Ja. Ich habe Angst. Hallo, ist da wer? Hilfe! Help. Verzweifeltes Geweine. Ja, wo denn? Mach mal. Ja, er war im Schrank. Finger weg von meinem Spind. Raymond. Raymond Gacy. Du bist eine hässliche Drecksau. Raymond. Raymond Gacy. And I will always nerv you. Wie kann man die denn noch irgendwie triggern, dass die abgehen? Du könntest in den Spiegel gucken. Mach mal. Nee, ich hab die Kamera. Jo. Raymond. Ach, Raymond, das macht keinen Spaß mit dir. Du bist ein alter feiger Stinkkopf, bist du. Da passiert auch nicht wirklich viel. Ja, dann lass mal fahren. Ein und dieselbe Taste hat 1000 Töne. Das habe ich beweistechnisch festgehalten. Aha. So, einmal noch. Raymond, 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 Raymond. Raymond, zeig dich, erscheine. Raymond, komm her. Raymond, wo bist du? Raymond, gib mir ein Zeichen. Raymond, stink nach Kacke. Raymond, Hast du auch das Dings an, dass du mit ihm redest, dass er dich überhaupt hört? Ja, ja, ich hab Push the Dog an. Okay. Raymond, komm raus. Jo, jetzt geht's hoch. Ist bei okay, ab. Ich hab die Geisterstimme, habe ich fotografiert. Ich bin fertig. Gehe ich echt noch mal rein? Ich werde garantiert sterben, aber so ein Foto wäre es mir wert. Ich würde gerne einen Geist sehen.
Aber der bringt dir das Foto doch auch nichts, wenn du stirbst, oder? Nö, nö, dann krieg ich nicht 1 Cent. Nicht 1 Lausen Penny. Shit happens. Raymond, wenn ich sterbe, komme ich morgen wieder. Achso, er hat nur das Licht ausgemacht. Raymond! Raymond? Station an Raymond? Das ist nicht Raymond. Raymond, hörst du mich? Over. Raymond? 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 Raimond? Hey, Mann. Mei, die Spannung ist ja. Er hat eine Machete. Kranker Typ, ey. Ja, irgendwas hatte der in der Hand, das habe ich auch gesehen. Möchtegern Rambo. Miau. Raymond ist ein Möchtegern Rambo. Ich muss einen Schlüssel holen. Warum? Ach, Auto. Ja. Ah, die Linie geht ein bisschen hoch. Raymond, Finger weg von meiner Karre. Ich möchte, dass du mein Haus verlässt, Raymond. Oh, er ist gerade durch dich durch. Okay, ich bin scheinbar nur Luft für dich, ja? Raymond, zeig dich, erscheine. Raymond. Na gut. Da müssen wir wohl fahren. Raymond will nicht. Letzte Chance, Raymond. Komm. Ich gehe wirklich. Okay, lass uns gehen. Ja, der kommt nicht. Raymond ist doof. Raymond Du. sucks. So, mal gucken, ob wir diesmal mit den Beweisen zumindest recht haben. Stimmt alles falsch. IMF war nur Denke. 4,9. Initialisieren. Initialisierst du auch gerade? Cool. So, Geistertyp war auf jeden Fall richtig. War ein Raichu. Ja, Ein. ich bin noch nicht so weit. Achso, ja, schön. Lass dich überraschen, ob du recht hattest. Ja. Oh. Wieder ein Level Up. Ja, schade gelaufen, ne? Raymond hat sich auch nicht gezeigt. Also momentan ist es echt ruhig mit den Geistern, ne? Da müssen wir dran arbeiten. Wir werden das nächste Mal Jasmin opfern, indem sie, wenn ein Spiegel vorhanden ist, reinguckt, bis der Spiegel ihre ganze Sanity aufgebraucht hat und sie wird stehen bleiben. Es ist Jasmins Mutprobe und sie zieht die durch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schalt gern wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüssi.